Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Outlast. Ja, du machst ja nicht so einen Krach hier. Die Wand sagt schon, was sie tun sollen. Follow the blood. Und das werden wir auch nochmal tun. Ihr seht schon die Spuren hier. Ich sehe nach Batterien liegen. Weil ihr ein anderes Mal versucht, mit einer Kamera was aufzunehmen. Das ist anscheinend ein bisschen gescheitert. Und das kann also nicht schaden, wenn wir uns jetzt hier mit befassen. Hallo. Nein! Au! Böser Irrer! Aua, aua! Lass mich in Ruhe! Na, verdammt, ich muss echt üben. Oh, wieder eingeblieben. Ah, ich bin aus dem Licht hier, ich hab zu tun. Ach, Mann, Freunde. Ja, wunderbar. Oh, Alter. Ja, komm, hau zu. Ich habe jetzt keine Lust mehr hier. Oh. Freunde, ihr seht mich gerade etwas genervt. Hallo, warum springst du denn nicht, du Vieh? Spring, gucken, so geht das. Hüpf, hüpf, hüpf. Mann. Mann, mach die Tür auf, dann verpiss dich. Entschuldigung. Geht doch. Alter. Nein, oh, verdammt. Ihr habt nicht gerade gesehen, wie ich eine Batterie genommen habe. So.
Man muss nur ein bisschen forschen gehen, dann kriegt man doch alles. So, das Ganze machen wir jetzt nochmal. Ich weiß noch nicht, wie lange das dauern wird, das Ganze hier, aber wir haben mal ein bisschen Zeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgebracht. Wir müssen ja hier irgendwie rüberkommen. So geht das nämlich. Hallo. Ich dachte, da war der Wallrider gerade mal ein bisschen wieder da. Hallo, Wallrider. Interessante Stapel sich nicht, muss ich auch mal zu sagen. Kann mir was wegnehmen? Nee, gut. Tja, da kamen wir her. Wenn ich wieder zu früh genommen habe, tut mir wieder leid, aber ich kriege jetzt auch ein bisschen Panik. Na, da, da, da. Wir sehen hier echt nicht so viel. Hier ist eine neue Batterie neben dem Radio. Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwie wieder rausklettern hier. Ich habe noch keine Ahnung wie. Ach, hier. Ist alles ein bisschen morsche durch den Brand anscheinend. Hier sind wir reingekracht, ne? Als wir durch die Tür gekommen sind. Richtig. Hier geht eine Tür weiter. Und hier ist ein Klo. Warum finden wir eigentlich mal Klos momentan? Weil es hier Batterien gibt, deswegen. Wer pennt hier auf dem Klo, sagt mal? Was soll denn das? Also ich habe bisher noch keinen Klo gefunden, wo hier mal eine Wurst oder sowas drin ist. Also das ist schon interessant, ne? Also, ich meine, ich würde auch keine Wurst reinsetzen wollen, aber naja. Dunkel. Also hier ist echt dunkel. Hier gibt's nur. Wenn ihr wenigstens rausgucken könnt, aber man sieht hier rein gar nichts, ne? Ja, da unten war das Bettenlager, da kamen wir gerade her. Oh, was zu lesen, was zu lesen, was zu lesen. Achtung, los geht's. Na, komm schon. Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Pierce. Patientin in der Mount Massive Nervenklinik. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Die sind so schmerzhaft, selbst die Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann.
Takenua sagt, dass dies eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so sehr leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hätte, aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß es, dass den Ärzten nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, finde ich mich in den besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehme Träume hoffen. Naja, ob das alles so angenehm ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß zu wenig hier, um ehrlich gesagt, um es nochmal so ein bisschen. Ja. Da gehe ich gleich hin. Ich gucke mir mal ein bisschen um hier. Was ist das? Eine Spielkarte. Okay. Interessant, gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir gerade genau lang müssen, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen komisch. Folge der Buchstabe. Ich habe hier keine Buchstabe mehr gesehen, schon eine lange Zeit nicht mehr. Hier hinten war noch eine Tür. Genau. Die aber zugeschlossen ist. Hätte ich ja mal früher gucken können. Dankeschön, liebe Tür. Gut, weiter geht's. Dann gehen wir doch hier vorne raus. Wollen tue ich es eigentlich nicht, aber ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Ich weiß ja nicht, wo wir jetzt genau hin müssen. Und da ist das Loch, wo wir waren. Hallo? Da ist eine Tür. Nein, da gehen wir nicht rein. Obwohl, wenn das drin ist, die Tür zumacht. Oh oh. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die vielen Akten aus seinen Kisten? Die Fakten? Die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus mindestens 30 Jahre alt, wahrscheinlich sogar älter. Ich muss in M-Kultura SIA denken. Beweis, Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Eieieiei. Da waren gerade Lollig und Bollig. Habt ihr sie gesehen? Ich hätte die Tür zulassen sollen, eigentlich, ehrlich gesagt, aber. Ich musste sie ja aufmachen, ich Trottel.
Ich hätte diese scheiß Tür zulassen sollen. Mir scheint aber, die sehen auch nicht so viel. Meine Güte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das richtig ist, was wir hier tun, aber ich denke mal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich sehe, hier müssen gerade nicht so viel. Da. Und ob wir wirklich richtig sind, sehen wir, wenn das Licht angeht. Ja, natürlich nicht. Freunde, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich probiere in der Zeit mal so ein bisschen aufzukriegen, ob ich darüber komme irgendwie überhaupt und ob ich mich nicht so doof anstelle. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, im nächsten Let's Play zu Outlast. Bis dahin. Tschüss.